Bei den bisherigen DC-DC-Wandlern hatten wir jetzt keinen Transformator und jetzt wollen wir als letztes in diesem Abschnitt über DC-DC-Wandler auch noch die isolierten DC-DC-Wandler uns anschauen und damit sozusagen das Gebiet der Schaltnetzteile streifen. Zunächst die Frage, warum brauchen wir überhaupt eine Isolation oder was ist das Besondere bei isolierten DC-DC-Wandlern? Isolierte DC-DC-Wandler besitzen einen Transformator. Das heißt, tatsächlich werden wir jetzt zusätzlich zu unseren Energiespeichern und unseren Schaltern auch noch einen Transformator haben. Warum haben wir das? Was ist die Motivation dafür? Wir benötigen eine galvanische Trennung und zwar, weil wir beispielsweise unterschiedliche Potenziale haben. Das heißt, unterschiedliche Bezugspotenziale und wir wollen zwischen diesen eine Energiewandlung durchführen. Ein Beispiel wäre so ein DC-DC-Wandler, um einen MOSFET oder IGBT-Treiber zu versorgen, wo jetzt das Massenpotenzial zum Beispiel am Source- oder Emitteranschluss des Schalters ist und dieses im Schaltaugenblick bei einem High-Side-Schalter sich verändern kann. Das heißt, wir haben ein anderes Bezugspotenzial auf der Sekundärseite unseres DC-DC-Wandlers als auf der Primärseite. Das ist der erste Grund, warum wir eine galvanische Trennung haben könnten. Der zweite Grund wäre Sicherheit. Das heißt, aus Berührschutzgründen wollen wir eine galvanische Trennung haben, damit wir zum Beispiel bei unserem Handy-Ladegerät außen den metallischen Kontakt am USB-Stecker anfassen können, der tatsächlich das Massepotenzial, das Ausgangspotenzial dieses DC-DC-Wandlers ist und nicht direkt mit der Netzspannung, mit dem L oder mit dem N verbunden sind, sodass wir keine Gefährdung eines elektrischen Schlages haben. Und das Letzte, warum man eine Isolation machen könnte oder einen Transformator einsetzt, ist, falls wir große betragsmäßige Unterschiede haben, und zwar zwischen der Ausgangsspannung und der Eingangsspannung. Warum? Wenn wir normale DC-DC-Wandler zum Beispiel einen Tiefstabsteller betrachten wollten und würden versuchen, aus 400 Volt 4 Volt zu generieren, dann wissen wir, beim idealen verlustlosen Tiefstabsteller hätten wir dann eine Einschaltzeit, eine relative Einschaltzeiten-Tastverhältnis, die nur noch 1% beträgt. Wenn wir jetzt aber eine Taktfrequenz zum Beispiel von 10 Mikrosekunden haben, bedeutet eine relative Einschaltzeit von 1%, dass der Schalter nur noch 100 Nanosekunden eingeschaltet ist und während dieser kurzen Zeitdauer die gesamte Energie am Eingang aufnehmen müsste. Das ist in vielen Fällen nicht praktikabel. Oft strebt man an, dass sozusagen das Tastverhältnis vielleicht zwischen 25 und 75% ist, um die Bauelemente gleich zu belasten und besser auszunutzen. Das sind also die Gründe, weswegen wir isolierte DC-DC-Wandler einsetzen. Bevor wir uns die Schaltung angucken, kurz eine Wiederholung zu Transformatoren, Ersatzschaltbildern und der groben Funktionsweise der Transformatoren, dass wir das wieder im Gedächtnis haben. Ich möchte also zunächst das kurz sagen zum idealen Transformator. Wir erinnern uns hoffentlich, ein idealer Transformator besteht im Prinzip aus zwei Wicklungen auf einem gemeinsamen ferromagnetischen Kern, wie hier rechts dargestellt. Das heißt, wir haben eine Primärseite. Die Primärseite ist dort, wo wir eine Spannungsquelle anlegen, zum Beispiel hier die Spannung U1. Durch Anlegen einer zeitlich veränderlichen Spannung wird hier ein Strom fließen, weil der Transformator auch bezogen auf die Primärseite zunächst mal wie die Induktivität wirkt. Und wir wissen, bei einer veränderlichen Spannung fließt ein Strom in die Induktivität. Die angelegte Spannung wird eine Flussänderung verursachen. Das heißt, es wird hier gelten, U1 ist gleich N1 mal d Phi nach dt. Wir kriegen also eine Flussänderung im Kern und dann kennen wir das Induktionsgesetz. Haben wir eine Flussänderung, die eine Wicklung durchsetzt, wird dort eine Spannung induziert. Hätten wir zum Beispiel diese leerlaufende Sekundärseite und dort wird dieser Fluss durchgehen und der ist zeitlich veränderlich, hat also eine Änderung d Phi nach dt, wird hier eine Spannung induziert und tatsächlich wissen wir beim idealen Transformator, das Verhältnis der Spannungen verhält sich wie die Windungszahlen zueinander und das Verhältnis der Ströme, wenn wir jetzt hier einen Lastwiderstand anschließen, von primärseitigem Strom zu sekundärseitigem und derseitigen Strom ist umgekehrt wie das Übersetzungsverhältnis des Transformators. Das sollten wir noch im Kopf haben. Idealer Transformator bedeutet, wir haben keine Streuflüsse, keine Verluste. Der gesamte Fluss, der die eine Wicklung durchsetzt, durchsetzt auch die andere Wicklung. Im Ersatzschaltbild kennzeichnen wir einen idealen Transformator hier als zwei Induktivitäten, die miteinander verkoppelt sind. Häufig, wenn wir einen Kern haben, machen wir hier noch so zwei Striche rein, um darzustellen, dass das der Kern sein soll. Wir machen hier zwei Punkte ran, um den Wicklungssinn anzugeben, damit wir wissen, in welcher Richtung die Spannungen induziert werden. Das heißt tatsächlich, wenn wir auf der Primärseite eine Spannung anlegen, die positiv ist, vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt, dann wird sekundärseitigen Spannungen an allen sekundär Wicklungen auch vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt eine positive Spannung induziert werden beim idealen Transformator. Und tatsächlich wird es so sein, wenn wir jetzt hier auf der Sekundärseite einen Lastwiderstand anschließen, ein Strom rausfließt, wird auf der Primärseite ein Strom reinfließen. Das liegt daran, dass dann diese Ströme magnetische Felder im Kern erzeugen, die
zueinander entgegengesetzt sind. Warum? Der Grund ist die Lenzsche Regel. Das heißt, ein durch Induktion erzeugter Strom wirkt seine Ursache entgegen. Wenn jetzt also an dieser Stelle durch Anschließen einer Last auf der Sekundärseite ein Strom I2 erzeugt wird, dann muss der aus dem Wicklungsende rausfließen, wo ein reinfließender Strom in dieselbe Richtung ein Magnetfeld erzeugen würde wie der primäre reinfließende Strom, damit sozusagen dieser Stromfluss kompensiert wird. Und deswegen hätten wir hier zum Beispiel das Wicklungsende mit Punkt auf der rechten Seite oben und auf der linken Seite genauso oben, und dann kompensieren sich hier die Magnetfelder der Ströme. Das hier sollte bekannt sein, nutzen wir also weiter. Das heißt, wir werden zumindest mit dem idealen Transformator rechnen müssen. Tatsächlich ist es so, in der Leistungselektronik müssen wir häufig auch die parasitären Effekte berücksichtigen. Das heißt, wir müssen eigentlich von anderen Ersatzschaltbildern ausgehen, wo jetzt das ideale Transformator-Ersatzschaltbild drin ist. Das heißt, eigentlich müssten wir die Wicklungswiderstände mit berücksichtigen auf der Primär- und Sekundärseite, Streuflüsse, Eisenverlustwiderstände, und Achtung, tatsächlich, diese ganzen Widerstände sind eigentlich nicht linear. Das heißt, sowohl die Wicklungsverluste als auch die Kernverluste werden nicht linear sein. Wicklungsverluste werden zunehmen aufgrund von Stromverdrängungseffekten, Skin-Effekt, Proximity-Effekt. Wir haben eine Hauptinduktivität, die stellt die Eigenschaft dar, dass auch ein idealer Transformator magnetische Feldenergie speichert. Das heißt, dass wir einen Teil des fließenden Primärstromes als sogenannten Magnetisierungsstrom brauchen, um ein Magnetfeld im Kern zu erzeugen, und sich das nicht vollständig kompensiert. Und diese Streuinduktivitäten stehen dafür, dass nicht der komplette Fluss, der eine Wicklung durchsetzt, auch komplett die andere durchsetzt. Das heißt, tatsächlich in der Realität muss man häufig diese Streuinduktivitätenverluste berücksichtigen. Für unsere idealen Betrachtungen werden wir jetzt diese Elemente Streuinduktivität, Wicklungswiderstände, Eisenverlustwiderstand erstmal weglassen. Was wir aber berücksichtigen, wird diese Hauptinduktivität sein, weil wir diesen Effekt der Energiespeicherung unbedingt berücksichtigen müssen, weil wir sonst eventuell die Schaltung nicht verstehen, zum Beispiel den Flusswandler, den Eintaktflusswandler, warum wir dort so eine komische Entmagnetisierungswicklung haben. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man diese Hauptinduktivität mit berücksichtigt, und genauso der Sperrwandler, der einen Transformator hat, der eigentlich eine Speicherdrossel ist mit mehreren Wicklungen. Dort wird tatsächlich in der Induktivität Energie gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden einen Transformator benutzen, in unseren Schaltungen sollte uns immer bewusst sein, wir haben auf der einen Seite zwar diesen idealen Transformator mit diesem Übersetzungsverhältnis, auf der anderen Seite haben wir auch entweder auf der Primär- oder Sekundärseite eine wirksame Hauptinduktivität, die diese Eigenschaft der Energiespeicherung darstellt, durch die ein gewisser Magnetisierungsstrom fließt, und das reicht dann oft aus für eine funktionale Analyse. Achtung, diese Induktivität kann ich entweder auf die Primärseite oder auf die Sekundärseite beziehen. Ich kann die mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses einfach umrechnen.